Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand, eine Endlosschleife, das Möbiusband. Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand, eine Endlosschleife, das Möbiusband. Unbegreiflich. Von dem Mathematiker Ferdinand August Möbius, 1790 bis 1868, gefundene endlose Fläche. Wenn man einen Papierstreifen verdreht zusammenklebt, entsteht beim Zerschneiden längs der Mittellinie ein geschlossenes Band. Von Zeichen und Wundern, wo sind sie hin? Keiner sah sie gehen, die wechseln, sie bleiben verschwunden. Vielleicht hat nie jemand sie wirklich gesehen. Und Wunder, sie kehren nie wieder, das wäre zu schön. Trotz all dem verbleiben noch ein, zwei Sekunden, in denen wird schon so ein geschehen.
Mauern, wir ziehen hinaus ins All. Fliegt schneller Silberraumschiff, nur fort vom Erdenball. Thank you.
zwei Menschen lieben sich, oder sie lieben sich nicht. So ist das Leben, so ist das Leben, es sollte nicht so sein, nicht so sein, nicht so sein. So ist das Leben, so ist das Leben und sollte nicht so sein, nicht so sein, nicht. Zwei Menschen lieben sich, oder sie lieben sich nicht. So ist das Leben, es sollte nicht so sein, nicht so sein. Zwei Menschen lieben sich, oder sie lieben sich. Sollte nicht so sein, nicht so sein, nicht so sein. Und trinkt nun in die öffentlichen Gebäude ein. Vom Himmel stürzen
durch die Straßen. Bürgersteige und Bahnübergänge werden überschwemmt. Die Nässe treibt die Elektrizität aus den Häusern und die Menschen müssen mit riesigen Stelzen einholen gehen. Und über der Stadt hängen violette Wolkenbänke. Ein schneidender Wind fegt den Belag von den Butterbroten. Das Essen brüllt und brodelt. Und die Menschen können keine Karten mehr versenden. Die Öfen qualmen fürchterlich und das Pfeifen des Windes fresst die Ohren der Menschen zu kleinen Würfeln. Große Angst treibt die Elektrizität aus den Häusern. Die Hitze ist enorm. Das Essen ist aus den Töpfen gestiegen und dringt nun in die öffentlichen Gebäude ein. Und jetzt geht alles ganz schnell. Rein mit einem Arm. Ein kurzes Zucken. Fernsprecher versagen und die Menschen können keine Karten mehr versenden. Das Essen brüllt und brudelt. Und die Menschen haben große Angst, große Angst. Um eine Cola zu trinken, ging ich in ein Restaurant. Ich setzte mich an den einzigen freien Tisch im Lokal und begrüßte freundlichst den dort sitzenden Herrn. Der Mann antwortete nicht, nur ein feines Lächeln umspielte seine schmalen Lippen. Vielleicht passt ihm meine Nase nicht, dachte ich. Oder meine Hosen vielleicht? Ich sagte zu dem Mann, schön hier im Restaurant, flotte Bedienung hier, nicht wahr? Abermals keine Antwort, kein Ton gebildet von des Mannes schmalen Lippen. Da packte mich die Wut. Ich griff zur Karaffe und goss den Inhalt über das blütenweiße Hemd des Mannes und rief, schmeckt's, mein Herr? Er sprach kein Wort. Das Lächeln war verschwunden. In seinen Augen ein seltsames Flackern. Ich griff zum Stuhl und zerbrach ihn am Schienbein des Mannes. Na, tut gut was? Wieder keine Antwort. Ich überlegte, hast du ihm vielleicht Unrecht getan? Vielleicht kann er nicht sprechen. Ich tat ihm Unrecht. Ich, Scheusal. Der Kellner kam. Der Mann sprach, zahlen bitte. 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 Bitte.
Bier zu mir im Kellergang der dunklen Triebe, der endlos sich zu dehnen scheint, bei einer längst vergangenen Zeit flüchtet einer meilenweit, 100 Lichter hell und breit, als wenn sie schrien, das war es nicht. Nur immer wilder wird der Tanz und wo er endet, sieht man nicht. Doch dagegen wird das Licht noch heller als der Mond, der dich über dieser Szene droht und wie in weiter Ferne lohnt. Aber freilich viel zu früh, ein endlos langes Sicher. Jetzt weiß er endlich, wer ich wirklich bin. Der Gasmann hat das kleine Buch gelesen. Und wegzugehen von hier hat keinen Sinn.
Schritte auf der Treppe werden heller. Der Horizont verfärbt sich purpurrot. Dies Ende hätte ich nicht im Traum erwartet. Schließlich hieß schöne Leben mein Programm. Doch habe ich es viel zu spät gestartet und meinen Irrtum jetzt erst ganz erkannt. Eigentlich nur umgraben, entdeckte dabei einen gefrorenen alten Mammut hinter den Rosenrabatten, schleifte das Tier vom Garten ins Haus und wärmte es gut auf. Nach dem Auftauen in unsere Küche stellte sich heraus, der alte, 5 Millionen Jahre alte Mammut konnte 12-stellige Zahlen durch sich selbst teilen und Brüche bilden aus allen Zahlen. Sehr zur Freude der gesamten Familie. Und das Tier wurde zur unentbehrlichen Hilfe im Haushalt. Meine Frau wollte auf dem Boden unseres Hauses eigentlich nur aufräumen und entdeckte dabei hinter alten Kisten und Schachteln eine 4000 Jahre alte Mumie. Nach dem Entwickeln in unserer Küche stellte sich heraus, die Mumie beherrscht 12 außereuropäische Fremdsprachen. Sehr zur Freude unserer Familie. Und wir beschlossen, die Mumie auf etwaigen Reisen ins außereuropäische Ausland als Dolmetscher einzusetzen. Die Kinder spielten im ausgetrockneten Flussbett hinterm Haus und gruben dabei 8 Oscars aus. Dafür fanden wir allerdings keine Verwendung. Ein Kaufhaus müsste mein sein, mit 20 gefräßigen Rolltreppen. Automatisch. Gigantische Ventilatoren pressen dicke, heiße Luft rein. Ein Kaufhaus möchte
richtig sein. Thank you.
Ich sehe Gesichter und erkenne sie nicht. Der blassrote Himmel spendet zu wenig Licht. Und der Lärm der Schatten dreht mein Gehirn zum Kreis. In dem bin ich nur sicher mit dem, was ich weiß. Gesichter, Gesichter, direkt gegenüber. Gesichter, Gesichter, aus Rinnen entstehen. Gesichter, Gesichter, veränderlich flüchtig. Gesichter, Gesichter, kommen und gehen. Der Lärm der Schatten dreht mein Gehirn zum Kreis. In dem bin ich nur sicher mit dem, was ich weiß. Denn was ich nicht sehe, das weiß ich nicht. Und der Punkt ohne Rückkehr versperrt mir die Sicht auf die vielen Gesichter, hell vergrößert, verstärkt, die mich anleuchten scheinen. Ich hab keins mehr gemerkt. Gesichter, 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 meine Schuhe sind rund und dick wie große Würste. Das kommt von der Nässe hier. Es ist so schlierig in der Stadt. Ist eigentlich mehr eine Stadt für Fische. Ich reiche den Fischen die Hand und ziehe sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Und meine Hose wie eine Zigarre. Eine schwarze, nasse Zigarre. Es ist recht feucht hier in der Stadt. Ich werde wohl gehen, denn das ist hier doch die Stadt der Fische. Die ganze Stadt für euch. Nun steck ich meinen Fuß wie einen Aal in den Fluss und rufe: Die ganze Stadt für euch. Das ist die Stadt der Fische. Ich steck ins Wasser den Fischen die Hand und ziehe sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Da schwimmen die Fische im Fluss. Was sie nicht wissen ist doch, hier oben, das ist ihre Stadt. Und ich hole sie an Land. Die ganze Stadt für euch. Alles hier für euch.